Solange man Jagd unter kontrollierten Bedingungen ausübt, ist das alles zulässig und machbar. Und insbesondere, wenn es dann vor allen Dingen in einem Entwicklungsland wie hier den Leuten Geld bringt und ein Jagdtourist gibt hier in einer Woche mehr aus als ein normaler Tourist in 2 Monaten, dann ist das eigentlich eine Sache, von der alle Leute was haben.